Ja, Herr Juncker hat ja angekündigt, gegen Deutschland wegen den Regelungen zur Maut ein Vertragsverletzungsverfahren in die Wege zu leiten, weil die konkreten Regelungen nicht deutsche Autofahrer diskriminieren und damit gegen EU-Recht verstoßen. Das ist das Ende eines rein bayerischen Stammtischthemas. Man könnte sagen, aus die Maut. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob es in Dobrindts Ministerium nicht wenigstens einen fähigen Juristen gibt, der seinen Chef mal in Kenntnis hätte setzen können, dass es hier sich um eine offensichtliche Verletzung des EU-Rechts handelt. Oder nimmt womöglich Dobrindt in Kauf, dass die Regelungen zur Kfz-Steuer kassiert werden auf EU-Ebene, damit er einfach am Ende doppelt kassieren kann von der Pkw-Maut und die volle Kfz-Steuer und den schwarzen Peter für diese doppelte Belastung von seinem Tisch hat, weil ja Brüssel daran schuld ist. Also wir meinen, Dobrindt hätte sich, anstatt sich mit einer Ich-will-aber-unbedingt-Haltung an ein Projekt zu klammern, was sowieso zum Scheitern verurteilt ist, sich lieber als Verkehrsminister darum kümmern sollen, die Alternativen, die umweltverträglichen Alternativen wie Bus- und Bahnverkehr zu stärken und auszubauen. Noch ist der Gesetzentwurf zur Maut nicht unterschrieben von Joachim Gauck und da es hier offensichtlich juristisch höchst fragwürdige Angelegenheit handelt, empfehlen wir Joachim Gauck und fordern ihn dazu auf, das gründlich zu prüfen und ein solches Gesetz nicht zu unterschreiben. Zum Kindertag. Heute ist der Kindertag, zumindest hier wird er so gefeiert. Das ist natürlich ein Tag, um auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern hinzuweisen. Junge Menschen haben ein Recht darauf, auf Bildung, auf gesellschaftliche Teilhabe und Teilnahme, auch ein Recht auf Schutz vor jeglicher Form von Gewalt. Die Realität sieht jedoch leider anders aus, weltweit. Und auch in Deutschland ist Kinderarmut ein brennendes Problem. Jedes sechste Kind unter 3 Jahren wächst in diesem reichen Land in Armut auf. Für die Hälfte der armen Kinder ist Armut eben nicht eine vorübergehende Episode, sondern ein Dauerzustand. Und wir meinen, das muss sich ändern. Ein früher Kita-Besuch kann helfen, um die Auswirkungen von Kinderarmut abzumildern, weil es sind ja vielfältig die Auswirkungen. Das setzt aber voraus, dass die Gruppen in den Kitas auch sozial durchmischt sind und das wiederum setzt voraus, dass die Gesellschaft in den Städten sich nicht bereits komplett aufgespalten hat in Viertel für ganz Arme und Viertel für die Mittleren und ein Viertel für die ganz Reichen. Der Kampf gegen Kinderarmut muss oberste Priorität haben, nicht nur am Kindertag. Wir als Linke fordern deswegen die Einführung einer Kindergrundsicherung für alle Kinder und Jugendliche, die sicher vor Armut schützt. Aber der Kindertag ist natürlich auch ein Tag, um auf die Situation von Kindern weltweit hinzuweisen. Da beschäftigt uns besonders die Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, für die es besondere soziale Maßnahmen zu ergreifen gilt. Ich will nur sagen, dass ja die beiden Sozialministerinnen in Brandenburg und Thüringen sich auch besonders um das Thema, um eine sozialere Behandlung von Flüchtlingen einsetzen, zum Beispiel was die Möglichkeiten von früheren Schulbesuch vom ersten Tag an anbelangt. Und der Kindertag ist auch ein Tag, um deutlich zu machen, nicht nur im Interesse von Kindern, aber auch im Interesse von Kindern braucht es eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Ein erster Schritt dahin wäre, dass man deutschen Firmen und Banken verbietet, sich an Landgrabbing zu beteiligen. Nur noch mal zur Erläuterung, Landgrabbing meint, dass in, zum Beispiel im globalen Süden in einigen Ländern Familien seit Generationen auf einem Stück Land leben, das dann von einer, sagen wir mal, sehr demokratisch fragwürdigen Autorität vor Ort dann einfach an Konzerne verkauft wird, die Familien von ihrem Stück Land vertrieben werden und ihnen jegliche Grundlage für die Ernährung der Familie entrissen wird und damit auch der Hungertod von Kindern in Kauf genommen wird. Zu einem weiteren unerfreulichen Thema, den G7. Die G8-Treffen waren schon immer eine schlechte Idee, weil einige handverlesene Nationen sich damit zu Führungsnationen aufschwingen. Jetzt aber im Rahmen der G7 über Außenpolitik ohne Russland zu reden, ist eine noch schlechtere Idee, weil all die zentralen Fragen wie Iran, Irak oder Ukraine-Krise lassen sich eben nicht ohne Einbeziehung von Russland nachhaltig lösen. Wir meinen ganz generell, die Zeit der globalen Oligarchie ist abgelaufen und die Rolle Deutschlands in der Welt sollte nicht darin bestehen, dass sie jetzt nochmal um eine Vormachtstellung innerhalb der G7-Staaten kämpft, sondern Deutschland sollte sich für eine Demokratisierung einsetzen und das heißt für uns, die zentralen weltpolitischen Fragen sollten im Rahmen der UNO behandelt werden, die natürlich auch demokratisiert gehört. Und abschließend zu den Verhandlungen um Griechenland.
Die Situation in Griechenland spitzt sich zu. Angeblich wird ja von der neuen griechischen Regierung gefordert, dass sie zu mehr Reformen bereit sind. Aber wenn immer die EU-Eliten Reformen fordern, meinen sie am Ende nichts weiter aus als Sozialkürzungen, Erleichterung von Massenentlassungen und weitere Privatisierung. Aber es ist höchst fragwürdig, dass diese neoliberale Dreifaltigkeit Griechenland sozial- oder wirtschaftspolitisch voranbringen wird. Wir meinen auch, dass Syriza hier einen Kampf führt, der nicht nur Griechenland betrifft, sondern der die Frage betrifft, ist Europa so demokratisch, dass es alternative Pfade zum neoliberalen Kurs überhaupt zulässt? Und man muss auch nochmal die Verhandlungen mit und um Griechenland ins Verhältnis setzen. Also wir haben in der EU Cameron, der die EU quasi erpresst und für sich Sonderregelungen erbittet. Wir haben in der EU Länder wie Ungarn, wo die Regierung quasi diktatorische Züge annimmt, wo die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Da hört man erstaunlich und erschreckend wenig Kritik von Seiten der EU-Eliten. Wenn Griechenland aber sich die Freiheit nimmt, nach einer demokratischen Wahl und einem klaren Votum zu sagen, wir wollen nicht noch weitere Sozialkürzungen, dann werden die fiskalischen Handfesseln angezogen. Wir finden, das ist nicht nur unsozial, sondern auch undemokratisch. Auch deswegen hat die Europäische Linke eine Parlamentarierin-Unterschriftenaktion gestartet, wo wir zu einem anderen Umgang mit Griechenland aufrufen. Und wir wollen den 20. Juni, der nicht nur der Weltflüchtlingstag ist, sondern auch in der Griechenland-Solidaritätswoche liegt, nutzen, um in Berlin ein klares Zeichen zu setzen. Wir wollen Europa anders machen. Wir laden ein zu einer Demonstration, die 13 Uhr am Oranienplatz beginnt. Das ist der Platz der Flüchtlingsauseinandersetzung. Und wir wollen an diesem Tag ganz deutlich machen gegenüber der Bundesregierung, wir sind nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie ihr hier Europa auf einen neoliberalen Kurs verpflichtet. Vielen Dank.